Die muslimische Jugend Österreichs will verstärkt gegen Radikalisierung und Extremismus bei islamischen Jugendlichen vorgehen. Auf einer Pressekonferenz haben sie zahlreiche Punkte vorgestellt, die verhindern sollen, dass muslimische Jugendliche in die Hände von Hasspredigern gelangen. Wichtig sei, dass die Jugendlichen eine Identität für sich finden. Eine islamisch-österreichische Identität, betont Dudo Kützegöll. Bereits hier beginne die Arbeit der MJÖ, nämlich bei der Prävention. Wenn Kinder und Jugendliche heranwachsen, wenn Kinder und Jugendliche groß werden, müssen wir sie als mündige, kritische Bürgerinnen und Bürger erziehen. Wir müssen es schaffen, dass muslimische Jugendliche, dass Kinder für sich Perspektiven in der Gesellschaft sehen, dass sie für sich die Möglichkeit sehen, sich positiv in die Gesellschaft einzubringen, dass sie sich als vitalen Teil der Gesellschaft verstehen. Und das ist unsere Aufgabe. Dort, wo Jugendliche kritisch sind, mündig sind und sagen, ich nehme teil, ich spreche mit, ich partizipiere, dass diese Jugendlichen werden niemals anfällig sein für Radikalisierung oder Extremismus. Besonders an Politik und Medien appelliert sie, zu differenzieren. Sie teile mit jedem Atheist oder Christ die Abscheu über die grausamen Verbrechen der IS-Kämpfer. Dass sie als Muslimin auch hier in Österreich immer und immer wieder mit dem IS verglichen werde, nervt sie. Und sie sagt, für die Arbeit der MJÖ sei das nicht sonderlich hilfreich. Man gibt auch den radikalen Scharfmachern damit recht. Man gibt ihnen ja genau Argumente. Man gibt ihnen recht in dem, wo sie sagen, die wollen euch nicht, die werden euch diskriminieren. Und wir möchten, dass Österreich das Gegenteil sagt. Wir möchten, dass Österreich sagt, wir stehen zu unseren muslimischen Bürgerinnen und Bürgern. Wir sind alle gleich. Wir sind alle ein Teil dieser Gesellschaft. Und arbeiten wir doch gemeinsam gegen Extremismus, gegen welche Form auch immer. Kritik übt die muslimische Jugend Österreichs auch an der geplanten Reform des Islamgesetzes. Damit würden automatisch alle Muslime zu Bürgern zweiter Klasse. Der Frust darüber wachse. Und auch das mache sehr viel Arbeit der MJÖ zunichte, warnt Kützegöll.